jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, der braucht heute länger als vor 30, 40, 50 Jahren, um ein Vermögen aufzubauen. Also wenn wir heute davon sprechen, dass es junge Leute schwerer haben, dann haben sie es insbesondere dabei schwerer, Wohnungen zu erwerben, Häuser zu erwerben. Und das würde halt eben bedeuten, dass sie aus ihren heutigen Einkommen nicht so große, nicht so viele, nicht so schöne Wohnungen und Häuser kaufen können oder bauen können, wie sie es vor 30 oder 40 Jahren haben machen können. Und das ist in der Tat eine Wahrnehmung, die mit den Fakten übereinstimmt. Nicht, wenn man ein wenig rumschaut, wo wohnen gut verdienende junge Leute in der Mittelklasse, was weiß ich, die wohnen zum Teil in Arbeiterwohnungen, die halt in den, was weiß ich, am Anfang des 20. Jahrhunderts oder Mitte des 20. Jahrhunderts für kleine Angestellte, für Arbeiter und so weiter geschaffen worden sind. Sie bezahlen heute Preise, für die sie 20, 30 Jahre arbeiten müssen und die früher ein Facharbeiter aus dem Gehalt von 3 oder 4 Jahren hat zahlen können. Und dieses Problem betrifft insbesondere Menschen aus Familien, die nicht aus Familien kommen, die von vornherein schon wohlhabend sind. Also jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, der braucht heute länger als vor 30, 40, 50 Jahren, um ein Vermögen aufzubauen. Diejenigen, die bereits aus wohlhabenden Familien kommen, können auf die Mittel der Familie sich stützen und deshalb auch in relativ jungen Jahren bereits qualitativ hochwertigen Wohnraum erwerben, ohne dass sie sich ruinieren müssen. Also der Punkt liegt darin, dass aufgrund staatlicher Reglementierung es immer kostspieliger wird, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Man muss also ein Bevölkerungswachstum. Auf der anderen Seite, wir haben auch ein Wachstum an Wohnraum, von Wohnungen, aber auch Häusern und so weiter. Bloß der zusätzliche Wohnraum, der entsteht, unterliegt Reglementierungen, die es vor 40, 50 Jahren nicht gab. Bauvorschriften, städtebaulicher Art, aber auch einfach architektonischer Art und was weiß ich, sind heute sehr viel stringenter, sehr viel zahlreicher, als es früher war. Das heißt, es ist sehr viel kostspieliger, zusätzlichen Wohnraum herbeizuspielen. Ein Beispiel unter vielen ist, dass viele Reglementierungen kommen noch nicht mal aus nationalem Rahmen, sondern werden direkt aus Brüssel importiert. Zum Beispiel müssen halt heute alle öffentlichen Gebäude und auch nicht nur alle öffentlichen Gebäude, sondern alle Gebäude, die also kollektiven Charakter haben, die nicht nur von einer Familie bewohnt werden, die müssen behindertengerecht ausgestattet werden und die müssen also entsprechende Aufzüge und so weiter haben, was vor 40, 50 Jahren nicht der Fall war, sodass also dieser zusätzliche Wohnraum, sofern er heute geschaffen wird oder nachgerüstet werden muss, halt sehr viel teurer ist als seinerzeit. Das ist der erste Punkt. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, den bringe ich ins Spiel, weil ich als Ökonom, der sich vor allem mit Geldpolitik befasst, besonders dafür sensibilisiert bin. Und das ist der Einfluss, der von der expansiven Geldpolitik ausgeht. Zentralbanken, wie den meisten bekannt ist, schaffen Geld, also die Geldmenge. Und sie schaffen heute Geld in einem solchen Umfang, zusammen mit den Geschäftsbanken, weil die Zentralbanken nicht die einzigen sind, die Geld schaffen, also die Geschäftsbanken in ähnlichem Maße, zum Teil in größerem Maße, schaffen Geld in einem solchen Umfang, dass das Preisniveau steigt. Dieser Vorgang ist für viele Leute unsichtbar, weil die Preisniveausteigerung an sich sehr, sehr moderat ist. Also bewegt sich im niedrigen einstelligen Bereich, 1-2%. Zum Teil hatten wir in Österreich und in Deutschland auch keine Preissteigerung. Vor 10 Jahren oder so gab es in Deutschland keine Preissteigerung und zum Teil sogar Preisdeflation. Aber in den meisten Jahren haben wir so 1-2, manchmal 3% Preissteigerung. Das ist sehr moderat. Für viele Leute stellt sich die Sache noch anders dar, weil natürlich die Preissteigerungsrate, wie wir sie messen, nicht die Lebenssituation jedes einzelnen Bürgers widerspiegelt. Es gibt also Leute, die sehr viel höhere Preissteigerungen in ihrem Umfeld erfahren. Nicht? Also wo die Mieten halt eben stärker steigen, wo Lebensmittelpreise stärker steigen als nur 2 oder 3%, wie sie vom betreffenden Bundesamt errechnet werden.
So, der springende Punkt ist nun der folgende. Wenn es Preissteigerungen gibt, selbst wenn sie sehr moderat sind, dann entsteht daraus immer eine sehr starke Stimulierung des Kreditmarktes. Auf der einen Seite das Kreditangebot, auf der anderen Seite aber auch die Kreditnachfrage. Das Kreditangebot steigt deshalb, weil viele Leute nun nicht mehr ihr Geld horten können. Sie können es einfach nicht nur auf dem Bankkonto halten. Das heißt, man wird natürlich immer bestimmte Summen auf dem Bankkonto halten, aber keine größeren Summen mehr, weil man ja jedes Jahr dann 2 oder 3% verlieren würde. Also wird man das vermeiden. Stattdessen wird man versuchen, dieses Geld anzulegen, entweder indem man eine Immobilie erwirbt oder indem man festverzinsliche Wertpapiere erwirbt. Und das ist dann halt eben ein Kreditangebot, von dem der Staat Nutznießen tragen kann oder andere Unternehmen auch. So, das ist also das zusätzliche Angebot an Krediten. Auf der anderen Seite steigt die Kreditnachfrage, weil in einem preisinflationären Umfeld natürlich der Kreditdienst, den man leisten muss, das heißt die Rückzahlung des Kredites, im Laufe der Zeit immer leichter wird. Wenn ich mich auf 20 Jahre verschulde, ich nehme, was ich, 100.000, einen Kredit auf von 100.000 Euro, von 200.000 Euro. Und dann kann ich erwarten, dass nach 10 oder 20 Jahren in einer Wirtschaft, in der die Preise 1-3% jedes Jahr steigen, dass auch mein eigenes Einkommen wachsen wird. Selbst wenn ich in 20 Jahren genauso dumm bin wie heute. Das heißt, wenn meine Arbeitsproduktivität nicht steigt, kann ich erwarten, dass allein aufgrund der allgemeinen Preissteigerungsrate auch meine Dienste irgendwann mal höher entgeltet werden, als es heute der Fall ist. Und das ist ja auch der Fall. Wenn wir darauf schauen, wie hoch ist die durchschnittliche Vergütung in Euro heute im Vergleich zu vor 20 Jahren, als der Euro eingeführt wurde, dann werden wir feststellen, ja, die sogenannten Nominalgehälter, die steigen, so wie sie auch vor der Einführung des Euros ständig gestiegen sind, weil wir ständig diese Politik hatten, in der die Geldmenge ständig ausgeweitet wird und die Preise immer weiter steigen. So, das bedeutet also, wenn ich heute einen Kredit zu bedienen habe, noch den ich vor 20 Jahren aufgenommen habe, vor 20 Jahren bedeutete die Summe, die ich monatlich zahlen musste, war vielleicht ein Drittel meines monatlichen Einkommens. Heute ist es vielleicht nur noch ein Sechstel oder ein Achtel. Das heißt, im Laufe der Zeit wird die Last des Kreditdienstes wird immer geringer. Ich habe also einen wirtschaftlichen Anreiz dazu, mich zu verschulden. Und dieser Anreiz besteht nicht nur für mich als Privatmann, sondern er besteht auch zum Beispiel für den Staat. Weil für den Staat natürlich auch, er kann erwarten, dass im Laufe der Zeit das Steuereinkommen ständig wächst, sodass auch für den Staat der Kreditdienst im Laufe der Zeit immer leichter wird. Und der gleiche Anreiz besteht in noch größerem Umfang für ein Unternehmen, weil das Unternehmen auch erwarten kann, dass seine Umsätze im Laufe der Zeit steigt, solange sich sein eigener Markt wie der Rest der Wirtschaft sich ungefähr entwickelt, werden auch dort die Umsätze immer stärker steigen, sodass es auch für das Unternehmen es sich lohnt, jetzt bereit in der Gegenwart sich zu verschulden. So, was hat das nun mit dem Vermögensbildung von jungen Haushalten zu tun? Nun, junge Hausleiter, die sehen sich also in einem Umfeld, in dem alle möglichen Leute Interesse haben, Schulden zu machen, das heißt Kredite aufzunehmen. Und mit diesen Krediten, nur was wollen sie jetzt machen? Sie werden also investieren in Objekte, die ihnen als Inflationsschutz dienen. Und da kommt natürlich Immobilien kommen in allererster Reihe in Betracht. Das heißt, die Leute nicht nur aus ihren eigenen Mitteln haben also Anreiz, mehr von ihrem eigenen Einkommen in Immobilien zu investieren, sondern sie haben auch noch den Anreiz, sich zu verschulden, um in Immobilien zu investieren. Und dieser Mechanismus wirkt also kumulierend. Das heißt, er wird mit jedem Jahr ein kleines bisschen, wird er ein bisschen stärker, sodass es ganz entscheidend ist, dass man möglichst früh am Immobilienmarkt zuschlägt, also ein Objekt erwirbt, ein Studio kauft, eine Wohnung, ein Haus, weil es natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Leute hinzukommen, die natürlich immer größere Einkommen haben und auch sich immer stärker verschulden können, um auch weiterhin also die Nachfrage dort zu bestärken. Ja. Und das ist eben der Grund, aus dem junge Leute es heute schwerer haben, das heißt höhere Preise zahlen müssen am Immobilienmarkt relativ zu ihrem Einkommen, als vor 40 oder vor 50 Jahren. Also Inflationspolitik wirkt auch in dieser Hinsicht sehr schädlich. Es gibt viele andere Gründe, aus denen sie gesamtwirtschaftlich nicht wünschenswert ist. Aber dieser Mechanismus spielt also auch eine wichtige Rolle und betrifft insbesondere jüngere Haushalte.